Der 15. Spieltag, das vorletzte Auswärtsspiel der Bundesliga-Hinrunde. Trainer Markus Gisdol und die TSG sind zu Gast in Frankfurt, dem Tabellennachbarn auf Platz 15. Frankfurt ist schwer einzuschätzen, weil die haben ja im Pokal, in beiden Pokalwettbewerben doch ein deutlich anderes Gesicht gezeigt wie in der Bundesliga. Von daher weißt du nicht so genau, was dich erwartet. Auf jeden Fall ist von der Besetzung her eine gute Mannschaft nach wie vor, ja, und die bisher einfach noch nicht so richtig in Trip gekommen ist in der Liga. Und wir müssen schauen, dass wir uns sehr auf uns konzentrieren und auch wieder sehr fokussiert dort spielen und versuchen alles auszublenden und unseren Plan dann umzusetzen. Aber wie der Plan jetzt genau aussieht, das möchte ich jetzt heute auch nicht verraten. Ich glaube, dass Frankfurt einen richtig guten Kader hat, die sich auch in Europa jetzt beweisen, gerade in der Euroleague. Ich glaube, dass sie in der Breite gut besetzt sind und dass sie auch ein Gegner sind, die einfach auch morgen schwer zu schlagen sind. So, dass wir natürlich nicht die Augen verschließen, sondern uns auch natürlich immer selber analysieren und die Situation immer versuchen, neutral und sauber zu bewerten und einfach diese positive Energie aus dem Schalke-Spiel auch mitnehmen werden. Und deswegen wird der Jens morgen beginnen. Jens ist, glaube ich, ein positiv Verrückter. Einfach, wie der Trainer schon gesagt hat, ein Wettkampftyp, der einfach auch immer gewinnen will, wenn er auch im Training kleine Spiele hat. Dann will er da auch gewinnen. Ich glaube, das hat man auch auf Schalke gesehen, wie er sich da auch gefreut hat nach den Toren und wie präsent er einfach auch war. Da geht es einfach nicht um einzelne Spieler, da geht es um Dinge, die der Mannschaft vielleicht jetzt gerade gut tun, und der Kuhn ist so ein feiner Typ dann auch, der dann auch sieht, okay, das war jetzt richtig gut vom Jens, ja, und warum sollen wir dann jetzt da uns gegen verschließen und irgendwas übers Knie brechen? Wir haben das Glück einfach, dass wir zwei richtig gute Torhüter haben, mit Kuhn und auch mit Jens, und für die Mannschaft ist das gar nicht so präsent, wer da jetzt im Tor steht, weil sie beide einfach richtig gut sind. Es ist so, dass Sally jetzt gestern das erste Mal, ich sage mal, zu 80% trainieren konnte, dass wir Johnson vermutlich heute wieder voll im Training haben. Mal sehen, wie das dann aussieht nach dem Training heute, wie es ihm geht. Andy Beck hatte einen Schlag auf die Patellasehne bekommen, der hat jetzt aussetzen müssen. Da denke ich aber auch, das müsste heute wieder gehen, und weiterhin wird uns halt dann Stefan Tesker nicht zur Verfügung stehen. Das Ziel für das Spiel am Main ist schnell formuliert. Den Schwung aus Schalke auf die Bundesliga übertragen und den zweiten Auswärtssieg in Folge einfahren.